Madness, ich habe schon aufgegessen. Hanna hat ihr Essen zuerst bekommen. Tja. Darf man, ist da dein Nachname? Nee, ne? Doch, der ist in Ordnung. Jetzt. Ich dachte da nicht Katharina. Sieht gar nicht mal. Oh, geil. Stimmt. Es war Reis und Fisch. Das war aber krass lecker, muss ja, ich ehrlich sagen. Ja, den Typen gefüllt. Auf jeden Fall habe ich die vegetarische... Ich glaube, das geht. Sieht aber echt geil aus. Das sieht echt gut aus. Reis, Basmati-Reis. Cashew, Röstzwiebeln und Soße, hallo. Aber das schmeckt krass intensiv, du musst wirklich ja. Mal bei mir die Soße. Ich dachte auch, das wäre viel zu wenig und das ganze Essen schmeckt zu intensiv. Dann haben wir hier noch Bulgur und ein Vanilla Caramel Cheesecake and a bread with butter. Leute, wir sind angekommen. Kleiner Disclaimer. Wir haben Aktivitäten gebucht bekommen. Wir haben für die erste Aktivität morgen kein Ticket. Shoutout an René und Paulina, die mir noch geantwortet haben, aber aus der Gruppe antwortet mir keiner. Wir liegen hier. Roomtour kommt noch, wenn wir ein bisschen aufgeräumt haben. Sie sieht aus wie bei meiner Omi damals. Aber das ist so cool mit dem Bad und so. Das ist so das richtig schön. Orientalisch, arabisch angehaucht hier. Essen wir auch gut. Ja. Für lappige 100 Euro haben wir ein Buffet ergattert. Aber das Buffet war wirklich krass. Ja, ich habe so viel Zwiebel gegessen. Uiuiui. Normales Jetski fahren, da bin ich mir so sicher. Hanna probiert jetzt Jetski aus. Ey, diese View. Ich bin so am Zittern. I thought you will see it. Oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Ich bin immer noch so am Zittern. Das nenne ich die Jetski-Frisur. Die kann man auf jeden Fall nicht noch. Auf der ich hier war. Das Ding ist voll.
Schaut mal bitte. Leute, wir sind diese Brücke hochgegangen, weil Hannah unbedingt die Sonne sehen wollte. Und jetzt schaut mal da, was passiert ist. Ein riesen Oschi-Gebäude. Hier sieht es aus wie in GTA. Diese Ampeln. Crazy. Auf jeden Fall, ja. Komm. Wir können auch noch weiter hochlaufen. Wir können auch nach Deutschland laufen, wenn du möchtest. So. Und wieder runter. Ja. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir die ganze Zeit Uber fahren, fühlt es sich auch an wie GTA. Ja. Leute, Abu Dhabi ist für uns GTA. Wir haben schon gesagt, schaut euch mal bitte an, wie das hier ist. Wir laufen jetzt zu so einem Foodspot. Hier ist anscheinend so, da ist unser Hotel. Und hier gibt es so verschiedene Sachen, mexikanisch, thailändisch. Das ist ganz entspannt, weil das, wir haben gestern für das Hotel Buffet 50 Euro umgerechnet für, pro Person bezahlt. Ich weiß nicht, ob es aber gut ist, weil es gab echt krass Seafood und so. Also ja, das stimmt. Sachen und alles. Das stimmt. Italienisch, aber es gab Chinesisch, es gab deutsche Küche. Also was heißt deutsch, aber diese Schmorgerichte, Tajin, türkisch. Ja. Also, keine Ahnung, irgendwie so eine Mischung aus arabisch, marokkanisch, türkisch. Ja. Ja. Aber wir wollen ja auch andere Dinge ausprobieren. Genau. Und das Klima, Leute, es ist jetzt 18 Uhr, 19 Uhr. Und es ist so, es riecht hier so nach Urlaub und es ist alles so, ah, warm. Und jetzt riecht es auch nach Urlaub. Aber so riecht es irgendwie in jedem südlichen Land. Auch aber Griechenland und so. Feuchtigkeit, glaube ich, ja. Das ist hier auch schon wieder eine Mauer. Auf jeden Fall waren wir eben in dieser Kunstgalerie. Und haben uns das mal angeguckt. Es sieht halt alles richtig schön hier aus, die Gebäude, alles. Das finde ich krass. Ist das Police? Bitte? Ist das die Polizei? Nee, aber der hatte so ein Militärsding an. Naja, wir schauen jetzt mal. Leute, bitte. Das sieht so crazy aus. Oh, ich hätte gern das Boot. Und ich hätte gern keine Bauchschmerzen gerade. Dieser Tag, Leute. Ratet mal, wer jetzt ins Hotel muss, weil die Karte nicht funktioniert und wir jetzt aus dem Hotel Geld holen müssen. Aber die haben uns schon mal das Essen gegeben. Meine Guac Quesadilla, meine Tacos. Und ja, ich habe echt Hunger. Und wir haben noch Thai. Wieder im Hotel. Wir haben hier tatsächlich keine Lampe, leider. Wir essen hier Quesadilla. Hannah, zeig mal deins. Oh! Yeah, das ist unsere View. Hier schminke ich mich morgens. Und das wird jetzt hier genascht bei keine Ahnung wie viel Grad im Top. Das ist geil. Das ist ein Vibe. I call it a Vibe. Meine Kamera ist immer verspielt. Leute, wir haben einfach so ein Präsent bekommen heute Mittag. Da sind wir aber gerade gegangen. Hannah hat schon drei gegessen. Und wir liegen so fertig im Bett. Leute, unsere Füße tun weh. Oh, das ist doch darke Schokolade. Sorry, Leute, wir sind im Ausland, ich muss Englisch reden. Mhm. Wenn sie es nicht schmeckt, dann schmeckt es mir erst recht nicht. Ich habe überall noch Shampoo im Ohr. Kennt ihr diese Lufthansa-Schokolade? Nur du bist immer mit Lufthansa geflogen, sorry. Jetzt möchte ich auch probieren. Diese kleinen Täfelchen. Also, ja. Schmeckt einfach wie Kakao. With gold. Mir schmeckt halt irgendwie so bitter im Nachgang. Aber Billo. Leute, ich bin so müde. Hannah hat auf jeden Fall gut geschlafen. Deswegen habe ich nicht gut geschlafen. Hannah ist so müde. Ja, ich würde gerne noch schlummern. Do you know what it feels like to fall in love? Meine Haare sind so fettig, aber wir haben gesagt, weil wir in den Pool gehen, waschen wir die erst danach. Oh je, nee, sehe ich aus. Ich habe noch gar keine Roomtour gemacht. It's beginning to look a lot like Christmas. Meinetwegen. Over here. Hanna, aufstehen! Wir gehen jetzt ins Frühstücken! Hallo! Oh. Ich mache jetzt einen besonderen Song für dich an. Ich träume immer von dem Ort, in dem ich lebe, so Situationen. Ich auch. Die ganze Zeit, ich bin da so rumgefahren und dann war ich hier und da. Oh mein
Leute, ich komme nicht mehr ganz drauf. Und heute Nacht auch mit irgendjemandem, der mich mäßig entführt hat. Nee, oder irgendwie, keine. Leute, es ist 9:30, das heißt, es ist 6:30 in Deutschland. Wieso geht eigentlich nur noch ein Aufzug? Wir haben gestern einen Aufzug kaputt gemacht. Also ich weiß nicht, der Aufzug hat noch nie so lange gebraucht. Ja, weil es nur einen gibt, ist vielleicht aktuell in Arbeit. Der ist aber jetzt halt einfach so weit gefahren. Der ist erst hoch und jetzt sind da bestimmt Leute, die sind für mich auf dem Boden. Oh, das sieht echt schön aus. Nice place, ne? Yeah. Das ist unsere Frühstücks-Area und das ist die View. Und da gehen wir nachher rein in den Pool. Leute, das ist unser Frühstück. Buffet-Teller sehen halt immer nicht so aesthetically pleasing aus, aber sind halt lecker. Das ist der leckerste Käse, den ich irgendwie gegessen habe, also Weichkäse. Ich bin herzhafter Frühstücker, as you can tell. Omelette, Ananas, glutenfree Dinger. Leute, schaut mal, wie schön das Kleid ist. Wir schauen jetzt, wo hier der Eingang ist. Wir sind bei diesem Casa al-Hosn. Hosn? Aber da ist kein A. Sieht so schön hier aus, aber wir haben keine Ahnung, wo der Eingang ist. Hier sind nur richtig viele Elevator. Und wenn es runter geht, dann ist es wahrscheinlich voll kalt. Aber das sah auf dem Bild nicht aus, als würde es runtergehen. Wir sind hier und da steht Casa. Dann. Ah ja, ich habe da vorne auch die. Wollen wir nicht da und dann. Ja, müssen wir. Ich bin so müde gerade und ich bin erschöpft. Aber wir haben schön farbige Kleiders an. Die zwei Tanten. Ich bin auch echt schlapp gestern, weil ich. Fitter. Wir sind gestern 15.000 Schritte gelaufen, obwohl wir haben viel länger geschlafen als gestern Nacht, aber wir sind beide irgendwie so, ist halt auch das Wetter, ne? Und die Weihnachtsstimmung kickt unter den Palmen. Ja, ich denke mal, das ist der Eingang, oder? Das ist wirklich ein GTA-Feeling. Und eben als wir aus dem Tunnel kamen, oh, da sind die Gebäude, guck mit diesen, da sah das so aus wie ein bisschen Frankie Town und ein bisschen New York. Wir sind jetzt back in the Uber. Also Uber funktioniert hier einwandfrei. Einwandfrei. Wie in Frankfurt. Sogar kürzer. Hier ist ja an jeder Ecke ein Uber. Und jetzt gehen wir zur Tea Time. Und Hannah hat Internet und ich habe kein Internet, Leute. Ich gucke aber gerade wegen dem Geld wechseln. Wir haben immer noch kein Geld gewechselt. Aber es funktioniert trotzdem. Schaut mal, wie es hier aussieht. Woo. Leute, ratet mal, wer 74 Stockwerke gerade hochfährt und Druck auf den Ohren hat. Alter. Mann, sind wir bei den Wolken oder ist das einfach, das ist das Meer. Alter. Hanna, ich heule. Wenn du überlegst, wie groß das Schiff da unten ist und wie weit weg wir davon sind. Hier auf YouTube seht ihr jetzt mal die Realness. Ich werde mich gerade umziehen gehen und dann kam einfach das Essen. Guckt euch mal bitte das Essen an. Das ist crazy. Also ich habe nicht mal eine Ahnung, was das alles ist. Aber mit der View zu essen ist halt auch, ja. Alles schön auf, was ist da? Oh, die machen da so ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ihr das Real seht, so haben wir es gefilmt. So. Das ist wirklich peinlich, aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht weiter. Leute, ich habe gerade Bilder gemacht. Und mir ist aufgefallen, ich finde, ich sehe echt auf jedem Bild einfach gut aus. Findest du nicht auch? Also, Leute, ich war sehr viel mit Fisch. Das haben wir nicht gegessen. Hier ist bitte noch mein Panna Cotta. Das hier, Blaubeerzeug, ist sehr krass. Da ist ja noch was wir nicht probiert haben. Ein Plätzchen? Mhm. Wahrscheinlich Zitrone oder Mango. Das ist einfach ein geiles Winterplätzchen. Das ist so ein Weihnachten. Wir müssen ja ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Ich bin mega Weihnachtsstimmung. Ja, hier drin ist fast so kalt wie in Deutschland. So. Noch ein Plätzchen. Also ich habe jetzt andere noch. Was wollen wir heute Abend essen? Oh, geil. Das ist wirklich so deutsch. Das sind so Windbeutel. Das heißt nicht. Nee. Die gibt's auch bei Lidl. Ja, diese. Die ist Selina immer. Weil die sind. Eierfrei schon. Jetzt ist es Tee drin, dann weiß ich nicht.
Quarkini heißen. Ja, aber die, das ist ja ohne Quark und das schmeckt einfach nur nach Zimt und Zucker und geil. Arabische Küche ist es einfach. Also die haben echt leckere Sachen. Aber das war jetzt eigentlich nichts arabische. Das war einfach für den Top. Wer würde eher von diesen Tower und Bungee Jump? Du. Ich glaube eher ich, aber ja. Ich will es auch nicht. Denkst du, da vorne sind schon Haie? Ja, irgendwo da in der Mitte auf jeden Fall. Ich glaube, ja. Die kommen nicht so nah ran. Aber... ich zeige euch nochmal die View, weil jetzt gerade geht die Sun down. Und es sieht so krass aus, Leute. Seht ihr das? Bitte. Schaut euch das mal an. Es sieht ein bisschen auch aus wie New York. Hier, die Touris on Tour. Wir waren da oben. Warte, bei welchem? Bei dem höchsten. Ja. Oder? Nee, nicht bei dem ganz hohen. Wir waren doch bei dem linken. Oder beim. Ja, weil wir haben ja. Keine Ahnung. Wir waren bei dem in der Mitte, der ganz gute. Da waren wir oben drin. Und jetzt haben wir uns zu so einer Mall fahren lassen. Auf der anderen Seite sind die anderen. Da ist ein anderes Hotel. Und so ein, da ist noch so ein Turm hinter. Aber doch, den sieht man noch ein bisschen da. Und hier ist eine Marina Mall. Und da wollten wir jetzt mal reingehen, weil wir haben eh nichts zu tun. Oh, hier riecht es in jeder Mall gleich. Ist so, gell? Es riecht hier auch genauso. Mein girly Herz schlägt gerade. Ich habe mir erst einen Bademantel geholt, aber hier gibt es so einen schönen Pyjama. Aber der ist ein bisschen pricey. 400. Ach, Leute, bitte. 400, oh, das ist auch so schön. Ich auch gerade lang. Ey, wie schön weich. Ey, ich würde da gerade so gern. Denkst du, es gibt auch online alles? Ja. Wir sind zurück im Hotel. Und dreimal dürft ihr raten, wie viel Grad hier drin sind. 2, gefühlt. Hannah ist jetzt krank. Die hat sich einfach einen Schal aus ihrem Rock gemacht. In der Kamera sieht mein Make-up irgendwie sehr komisch aus. Und weil wir so faul sind und Hannah nicht so gut geht, haben wir Essen bestellt. Bei Shake Shack. Und das kam in der Tüte. Sehr cute. Oh, dann können wir jetzt Sex in the City weitergucken. Ich muss trotzdem noch mein Reel fertig schneiden. Boah, ich krieg das nicht auf. Brauchen wir Gabel? Ich brauch Gabel, um das zu machen. Junge, wir essen einen Burger und die fragt, ob wir eine Gabel brauchen. Weil ich doch kein Brötchen hab. Leute, wir sind wieder. Anna ist hier. Die weiß genau, wo was ist im Verlies. Verlies Navidad. Da kannst du einfach Wasser kochen. In der Schublade? Ja. Ich sag's auch so, hä? Lol. Man braucht einfach einen Bachelorabschluss, um diese Verpackung aufzubekommen. Gems, willst du auch einen Teller? Zum Dinieren auf dem Teller. Ja, bitte. Hast du dreimal Trüffelmayo bestellt? Eigentlich nur zweimal. Ja, die machen wahrscheinlich die nicht drauf bei dem, wenn es geliefert wird. Lass mal hier so eine Unterlage machen. Lass die Tüte so aufreißen und dann, so, weil das ist alles ölig, ja. Wir machen doch. Anna, du solltest nicht das nehmen, was du auf Toilette. Was ist das? Keine Ahnung, Make-up. Einfach. Sieht richtig lecker aus hier. Ey, einfach nur Dinnerbell. Oh. Anna hält sich in der Freizeit vorbereitet. Oh, guck mal, wie gut, Leute, mit Taschenlampe. Dann sieht es immer besser aus als mit diesem gelben Licht. Oh, Hannas Burger sieht einfach aus wie ein Eisbergsalat. Hä, aber irgendwas haben die falsch gemacht. Nein, das ist ohne Bun. Ist doch richtig bei ja, dir. Aber ich habe einen doppelten Cheeseburger. Da sind zwei Patties. Die haben halt wirklich keinen Dings drauf gemacht, ohne dass man es antippt. Ich dachte, da wäre trotzdem alles drauf, weißt du? So. Und du hast ja wirklich nochmal separat angetippt. Oh, du hast doch safe jetzt auch doppelt Dings, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall Doppelzwiebeln. Leute, es gönnen uns jetzt. Guten. Leute, dreimal dürft ihr raten, wer krank geworden ist. Exhibit A. Da ist Aspirin drin. Übrigens, neuer Tag, neues Glück. Und jetzt haben wir uns erstmal bei Joey and the Juice in English Shop geholt. Muss man es exen? Das ist schon so. Cheers. Es ist so scharf. Aber es ist ein guter Ingwer-Shot. Also für mich, mein, ist es jetzt ein harter Ingwer-Shot. Schon an meine Augen fangen schon an zu drehen. Ich kann Schärfe echt nicht. Ich mag das gar nicht. Also wenn ihr Hannah einfach beschäftigen wollt, stellt sie in eine Reese's Isle. Hey, wo soll man sich denn da entscheiden? Du kannst sie eh nicht entscheiden. Nimm mit ich einfach. Was ich mitnehmen will. Potato Chips, das ist irgendwie eklig. Aber ich habe was. Guck mal, was es hier alles gibt.
hier gibt es echt richtig leckere Hundebohnen. Oh, das habe ich mitgenommen. Schaut mal, was ich meiner Mama mitbringe. Wie süß ist das denn, oder? Es ist echt süß. Ich finde es so süß. Das heißt, sie muss mal wieder einen Käsekuchen backen. Ja. Ey, oh mein Gott. Die habe ich früher immer gehabt, aber damals sahen die noch anders aus. Oh mein Gott. Nennt man die PEZ oder Pets oder... Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist so Kindheit. Bibbly, bubbly, boo. Dillpickel. Welche hattet ihr? Dillpickel, wir hatten eine scharfe, spicy, irgendwas. Wahrscheinlich war die gut. Aber es gibt auch eine Knoblauch-Variante. Da unten die sourste ist. Dillpickel. Kennst du dieses TikTok mit dem Typen, der überlegt, wer seinen Staubsauger nennen soll? Nein. Jürgen Klinsmann. Und so. Ich muss dir das zeigen, das ist so geil. Ooh, taste so sweet. Leute, look at this fit! Outfit check! Leute, wir sind ready to go. Aber ich finde, das sieht hier voll cool aus. Ist ein bisschen gruselig auch, aber also danach kann man sich ein bisschen neu suchen. Wow! Hallo! Leute, es sind 45 Grad im Schatten. Hallo! Sorry? Anna. Mein Make-up nach dem Kartfahren weg. Also ist gut nach dem Kartfahren weg. Also es geht mir gerade so gesundheitlich 70-80% gut. Und ich muss aber gleich nochmal eine Aspirin nehmen. Ich werde diesen Tag irgendwie überleben. Hoffe ich. Wir sind. Warte mal, wo kann ich euch denn hinstellen, damit man das mal besser sieht? Nee, das ist ja alles rund. Wir sind zurück im Hotel und wir haben uns was Besonderes gekauft, weil wir jetzt in die Moschee gehen. Und zwar waren Hannah und ich in einem Geschäft und haben uns solche Tücher geholt. Fachausdruck. Oh, das ist so schön. Also, warte mal, ich muss das anders zeigen. Weil hier das Licht ist hier auch wirklich blöd. Also, ich habe eins in schwarz mit so Glitzersteinen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, doch man kann es sehen. Mit so Glitzerstein und Hannah hat das passende in weiß, weil ich habe schwarz an, Hannah hat weiß an und das ist ihres. Da glitzert es ein bisschen mehr, weil man es besser sehen kann. Und es rutscht dir hinten runter, weil es nicht lange genug ist. Viel zu kurz hier. Das rutscht dann immer wieder runter, deswegen machst du es hier vorne kürzer. Okay, nochmal neu. Kennst du es, wenn dein Haar genau so fällt, dass es praktisch in dein Auge sticht? Mhm. Weißt du, was ich meine? So. Ich glaube, ich würde es so machen, ja. Boah, das sieht krass aus. Hier rutscht es halt ein bisschen. Man muss das ja auch eigentlich richtig festmachen. So können wir bei gehen. Mir ist es so spitz hier vorne. Das nervt mich. Bei dir ist es nicht spitz hier. Es rutscht halt legit die ganze Zeit runter. Aber vielleicht, weil wir auch irgendwas... Es hängt halt sauber halt bei mir runter. Aber eigentlich finde ich es gut, weil es viel mehr bedeckt. Mhm. Da waren wir gerade drin und da oben waren wir auch gerade drin und wir können nicht mehr. Food is served, noch nicht Hauptessen, Speise mit so einer View. Man sieht irgendwie nur uns, aber da ist auf jeden Fall Skyline. Hannah und Anso in Abu Dhabi. Oh. Das ist es. Das sieht lecker aus. Hannah hat einfach Trüffel. Einfach hier gibt es Trüffel bei Vapiano und das ist ein gutes Upgrade. Leute, wir mussten uns doch ein... Abaya kaufen, weil wir sonst nicht reinkommen werden, ist auch vollkommen okay. Wir haben beide die schwarze genommen und darunter ist noch mein anderes schwarzes Kleid, das ich vorhin anhatte. So sieht es aus, seht ihr das mit dem Glitzer und sowas und mit der Kopfbedeckung. Und dann waren wir bei so einem Shop in der Mall, in der Yas Mall. Das ist so ein Stand in der Mitte. Wenn ihr da mal irgendwann sein solltet, bitte, die bieten euch das auch an, probiert diese Dinger. Was sind das für Nüsse nochmal? Pekannüsse. Pekannüsse in Karamell mit so Schokolade noch. Und das ist weiße Schokolade mit Karamell. Das ist eines der leckersten Sachen, die ich je gegessen habe. Das ist kein Witz. Haben wir mitgenommen. Wird doch gleich erstmal ein bisschen was gegessen. Die anderen kommen zu unseren Eltern. Ey, wo ist denn meine Rose? Welche denn?
Leute, das ist so schön hier. Schaut euch das mal an. Wowie. 11.36 Uhr. Sind hier ein bisschen im Stress. Ja. Luxusstress. Sau schön hier. Das ist wirklich schön. Würdest du mich heute fragen? Das ist echt pretty. Leute, wir hatten noch nie so viel Platz in einem U-Bahn. Guck mal bitte. Der hat hier Ladekabel. Water. Das ist das geilste Uber bis jetzt. Krass, ja. Also soll es mal ein Flieger sein. Aha. Next Stop ist Snow Abu Dhabi. Und hier sieht's aus. Jetzt werden wir einfach mal in der Christmas... Also das ist hier mäßig so. Es scheint hier so Halligalli und hier sind sehr viele Kinder und es ist auch wie ein Kinderpark. Thank you. Let's go to that counter, Kalakit. Okay, Leute. Happy Holidays. Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Wir sind gefangen im Kinderparadies. Ich habe meine 4-Kilo-Schuhe mitgeschleppt, damit wir die kriegen. Die Moon Boots Abu Dhabi Edition. Ich kann nicht mehr, ich schwitze, ich kann nicht. Ich meinst du das? Das ist einfach nur eine Jacke. Ich hab scheiße, ich rock die Panne. Ich zieh diese Hose nicht an. Ich krieg die Krise. Der sagt so, da drin ist es richtig kalt. Wir sind verdeucht und das ist noch kälter und da schmeckt echter Schuh. Ich weiß nicht, ob er sich gerade ein bisschen gefrontet gefühlt hat, der arme Pferd. Ja, der nimmt es persönlich. Ich mein's gar nicht böse, aber wir sind halt so ein bisschen echt in a rush, weil wir haben wirklich keine Zeit. Leute, wir sind nachher in der Desert. Ich kann noch keinem erzählen. Ich zieh jetzt nur meine Leggings rüber. Ey, wisst ihr, wie viele Kinder hier sind? Mehr als Einwohner. Das weiß ich nicht. Wenn wir nicht später ist, aber wir haben schon echt dünne Sachen an. Am Ende ist da so minus 5 Grad. Okay. Wenn in Abu Dhabi, dann aber auch im Schnee. Nee. Aber eigentlich ist es schon geil. Schwester, wir zwei im Schnee. Ja, am Ende haben wir da voll Spaß drin und dann von dem zu dem. In 2 Minuten. Leute, schaut euch das mal an, wie süß ist das Wetter. Die Leute, also wir sind warum hier for real. Warum hat mich 55 Euro gekostet? Dann mag ich mir die Schnute zu verbrennen. Na, sag mal, wir helfen. Can we touch them? Oh, die süße Dieter, ich kann doch nicht mehr. Hi. Guck mal, der hat so schiefe Zähne wie du, Hanna. Hey. Wie süß. Zeig ich mal von der schönen Seite. Ja, Fels. Ja, das ist so süß. Ich bin ein bisschen dreckig. Hallo. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Ja, perfekt, das klingt ja richtig cool, dass er seine Reifen da leert, damit wir durch die Wüste fahren können. Wenn ihr in der Wüste seid, oh mein Gott. Schön.